Servus! 16 Basti, was geht ab, Habibis? Mein Name ist Nimo. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart, wohne seit einem halben Jahr in Frankfurt. Ich bin 19 Jahre alt. Und ja, Habibis, ich bin bei 385 Ideal. Vor 4 Jahren. Aus Langeweile in der Zelle. Ich wurde verarscht von einem Älteren. Der hat gesagt, ich habe gehört, du kannst rappen. Und es hat mich gepusht. Ich habe einfach weitergemacht. Ich habe gesagt, ja, natürlich, ich habe es richtig gehört. Dann habe ich mit Maskara angefangen. Und wie gesagt, aus Langeweile, ich hatte viel Zeit. Hat sich das Step by Step ein bisschen entwickelt. Ja. Auf jeden Fall, die Aslaks. Seit Tag 1. Hannibal, Azad, von Deutschrap und international, wie gewöhnlich, Tupac, Biggie, diese normale Schiene. Ich würde sagen, ich bringe Gefühl und Emotion in meine Texte und ich will nicht sagen, ich bin ein Gangster oder so, weißt du? Jeder hat ja was von dem erzählt. Ich bin kein Gangster, beispielsweise ein Khatar oder so. Ich bin ein ganz normaler Junge von der Straße. Davon erzähle ich auch. Ganz normale Alltagsprobleme, Alltagskrisen, weißt du? Von der Sucht, wie man zur Sucht kommt, was man in der Sucht macht. Sei es, egal welche Sucht es auch immer sei, weißt du, was ich meine? Und ja, Digga, ich spiele mit meiner Stimme. Das ist, glaube ich, das, was mich ausmacht. Mein Wiedererkennungswert. Ja. Auf jeden Fall, Bruder. Ich bin bei 3,5 Ideal. Das ist, ich habe in der Zelle angefangen, weißt du, was ich meine, aus Langeweile. Und das alles hat sich jetzt zu meinem Beruf ergeben, zu meinem Leben, zu meiner Zukunft. Und aber einen bestimmten Tag, wo ich jetzt sage, alle, hätte ich jetzt lieber nicht Texte geschrieben zu Hause, wäre das und das passiert, kann ich nicht sagen. Ich habe hier Handyvideos gemacht. Ich hatte keine Platte für richtige Videodrehs und sowas. Und ich wurde dann angeschrieben von einem Account 385 Ideal und dachte, es ist so eine Supporter-Seite oder so. Dann wurde ich direkt gefragt, bist du Nimo? Ich dachte, ja, bist du erreichbar, telefonisch? Ich habe meine Nummer gegeben, 2 Minuten später kam direkt ein Anruf von Abdi. Ich bin durchgedreht. Wir wollten uns dann daraufhin treffen, jedes Mal am Wochenende, es hat nicht geklappt. Mal wegen mir nicht, mal bei den Jungs, die waren ja auch unterwegs. Und nach einem Monat kriege ich wieder einen Anruf. Hey, was geht, alles klar, mio, mio, mio. Willst du mit auf Tour kommen? Wir gehen in einer Woche auf Tour. Ich habe direkt ja gesagt. Ich bin durchgedreht. Dann sind wir zusammen auf Tour gegangen, Akupunktur. Und seitdem ist ja alles auf dem Sender. Mein Manager hat mir ein Ticket geschickt. Ich bin mit dem Zug nach Frankfurt gefahren. Vor McDonald's stand Alex mit John Travolta. Und wir haben zusammen gewartet auf Abdi, auf Wesel, auf meinen Manager, auf Cello. Und krank. Ich war einfach am Bahnhof mit denen. Hey, was geht? Alles klar. Salam alaikum, Achi. Dann sind wir Proben gegangen. Ganz locker. Ich habe Alex seinen Part verkackt. Aber egal. Er hat ja einen Baba-Backup. Einiges. Die Loyalität, die Ehrlichkeit und wie sie sich alles aufgebaut haben, weißt du? Die haben es alles, das Mietwagen-Tape zum Beispiel, von meinem Lebenschef Chilo Abdi, wurde die im Wohnzimmer aufgenommen, weißt du? Und vom Wohnzimmer sind sie zu einem größeren Studio und heute haben die 140 Quadratmeter, die man perfekt nutzen kann für alles, ob Fotoshooting, ob Kochen, Essen, Schlafen, Playstation spielen, Musik aufnehmen, egal was, weißt du? Das ist krass und es ist ja noch nicht mal zu Ende. Weißt du, was ich meine? Das ist ja noch mittendrin. Es wird immer größer und größer. Das schätze ich an den Jungs. Dass sie selber sich was aufgebaut haben, zusammen. Der eine reicht dem anderen die Hand, bauen sich was auf und übernehmen das Land. Sie haben mich geprägt, als ich 14, 15 Jahre alt war, weißt du? Heute bin ich einfach mit denen auf den Bühnen unterwegs. Mach mit denen Musik. Das ist doch krass genug, Bruder. Alles, alles. Also ich habe ja diese Wege davor gar nicht gekannt.
diese, wie bringt man ein Lied jetzt oder ein Album, ein Mixtape auf den Markt? Weißt du, was ich meine? Wie passiert das? Über welche Wege geht das? Wer kriegt das in seine Hände? So diese ganzen Sachen. Und vieles, vieles mehr, weißt du? Ich war ja unerfahren. Ich habe ja nur Musik gehört, Texte geschrieben, Beats gehört. Mensch, und dann siehst du auf einmal alles, bap, 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 so läuft es ab, so läuft es ab. Dann merkst du alles, Digga, das ist schon viel, weißt du? Das ist nicht nur einfach so, du schreibst einen Text, gehst aufnehmen und wartest, bis du es. Das ist schon mehr dahinter. Einen dicken Bubatz gebaut. Gefeiert. Also, Habibis. Ich will nicht so viel von mir sagen. Ich will nicht so groß über mich reden. Hört einfach meine Musik. Wartet ab, bald kommt einiges auf euch zu. Nehmt kein Kokain. Wenn überhaupt nur Bubatz. Alkohol ist auch nicht gut. Nur ein bisschen zum Warmwerden. Geht in die Schule. Hört auf eure Eltern. Und wenn ihr fertig seid mit allem, könnt ihr machen, was ihr wollt. So wie ich. Ich hatte Glück. Ich bin mit 385. Zieh durch, Bruder, Schwester, Habibi. Und hoffentlich bekommst du auch das, was du willst. Inshallah.